Willkommen in meiner Küche bei der Zubereitung von einem Faltenbrot. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Grundrezept für den Teig an und die Füllung machen wir später. Wir brauchen 700 Gramm Mehl, 400 Milliliter lauwarmes Wasser, einen Würfel Hefe, einen Teelöffel Zucker, zwei Teelöffel Salz und fünf Esslöffel Öl. Das alles geben wir jetzt in unseren Mixtopf rein. Ich habe mir das vorher schon alle abgewogen. Brauche ich nur noch reinkippen. Jetzt ein bisschen was daneben. Fehlt noch das Wasser. Und das Ganze stellen wir jetzt für 3 Minuten auf Kneten. Bis gleich. Jetzt geben wir den Teig zurück in die Schüssel. Jetzt stellen wir den erstmal an einem warmen Ort und lassen ihn circa 30 Minuten gehen. So, der Mixtopf ist fast komplett leer. Ich werde jetzt meinen Teig zur Seite stellen. Ich melde mich dann gleich mit den Zutaten für die Füllung wieder. Ich habe meinen Teig jetzt schon ausgerollt, sollte ungefähr Backblechgröße haben. Vorhin bei der Zubereitung von dem Grundteig habe ich vergessen, es kommen eigentlich noch 4 Teelöffel Pizzagewürz mit rein. Die habe ich jetzt gerade, wie ich den Teig rausgenommen habe aus der Schüssel, noch ein bisschen mit untergeknetet. Aber ihr könnt sie am besten direkt mit in den Mixtopf reingeben. Es wird eine Bolognese-Käsefalte. Daher brauchen wir für die Füllung noch 500 Gramm Bolognese-Soße, 80 bis 100 Gramm Parmesan oder 100 bis 150 Gramm Gouda. Ich arbeite mit Parmesan. Die habe ich schon in grobe Stücke geschnitten. Der kommt jetzt einfach in den Mixtopf rein. Den zerkleinern wir jetzt und zwar 15 Sekunden. Auf Motorstufe 8. Aber ihr seht, er wackelt sehr. Ich muss ihn einmal richtig hinstellen. So ist besser. So, unser Käse sollte nun klein sein. Schauen wir uns das Blatt mal eben an. So schaut er aus. Perfekt. Gut, wir nehmen unsere Bolognese-Soße. Ihr könnt natürlich auch eine selbstgemachte nehmen. Ich habe heute ein bisschen Zeitdruck, daher habe ich eine gekaufte. Und die geben wir jetzt einfach auf den Teig. Verteilen wir gleich noch ein bisschen und ruhig bis an die Ränder rangehen am Teig. Schön verteilen. Jetzt gehen wir gleich von dem Parmesan was drüber her. Aber nicht alles, weil wir zum Schluss noch ein bisschen auf die Falten verteilen. So,
sollte auch ein bisschen gleichmäßig sein. Jetzt geben wir unseren Käse darüber. Ich lasse mal so ein bisschen nach vorne rutschen. Geben wir dann in die Hand was rein und kann das dann schön drüber herstreuen. Da brauchen wir uns dann nicht extra noch eine Schüssel holen, um das umzufüllen. Das geht so ganz gut. So, einmal mache ich noch und den Rest nehme ich dann gleich, um das über die fertigen Falten drüber herzustreuen. So, bei der Unterlage, da darf natürlich eigentlich nicht drauf geschnitten werden. Ich habe das ausprobiert mit einem Pizzaschneider, klappt das bei mir ganz gut. Übernehme natürlich keine Haftung, wenn das schief läuft. Ungefähr 6 cm große Streifen schneiden, beziehungsweise breite Streifen. Ich mache das so ein bisschen nach Augenmaß. Ihr könnt das natürlich auch in der Größe machen, wie ihr das gerne hättet. Größer oder kleiner. So, ich zeige euch jetzt bei 2 Streifen ungefähr, wie das funktioniert. Und dann schalte ich euch kurz weg und hole euch bei dem fertigen Ergebnis wieder dazu, wenn meine Form gefüllt ist. Hiermit lockere ich so ein bisschen den Teig von der Unterlage. So, und ich kann das am besten, wenn ich hinten anfange, dann einfach übereinander legen. So, jetzt wird es ein bisschen schmierig. Und dann hochkant einfach in die Form geben, und zwar so, dass die Schnittflächen oben sind. Es wird einfach nebeneinander reingesetzt. Ich muss mal eben meine Hände waschen. So, ich mache die Falten jetzt fertig und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, ich habe jetzt alle Teigfalten ziehharmonikamäßig zusammengelegt. Jetzt nehme ich den letzten Parmesan und streue den einfach jetzt so drüber her. Also ich hatte mit 100 Gramm Parmesan gearbeitet, aber wenn ich mir das hier so angucke, reichen 80 Gramm Dicke aus. So, jetzt nochmal 30 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. In der Zeit schon mal den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen und circa 40 Minuten goldbraun backen, aber nach 20 Minuten die Springform mit Alufolie abdecken. Ich mache euch am Ende des Videos wieder ein Bild von dem fertigen Ergebnis. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und lasst es euch schmecken.